Ich war bei Action und habe richtig schöne Sachen gefunden. Ja, auch sehr viel. Und das zeige ich euch jetzt. Los geht's. Bevor ich aber starte, ganz, ganz wichtig, das liegt mir wirklich auf dem Herzen. In meinem letzten Video habe ich so unfassbar viele liebe, weise Kommentare von euch bekommen unter meinem letzten Video. Ich habe ja da über das Thema, naja, so Schönheit, älter werden, so einfach so ein bisschen geredet und ich finde es so krass irgendwie, wie viele Frauen mir da geschrieben haben und auch so eure Sichtweisen. Also einfach, mir haben viele ältere Frauen geschrieben, mir haben auch jüngere Frauen geschrieben und es ist wahnsinnig interessant und auch für mich echt eine Bereicherung, mich da nochmal so zu reflektieren. Ja, also das wollte ich unbedingt nochmal loswerden und mich bedanken, ganz herzlich. Ich versuche natürlich immer alle Kommentare zu beantworten. Wenn ich das mal nicht schaffe und einen Kommentar übersehe, dann seid mir bitte nicht böse. Das hat nichts mit euch persönlich natürlich zu tun, sondern ich schaffe es dann einfach nicht oder ich habe es nicht gelesen. Mir wurde es nicht angezeigt. Ne? Bitte seid da, seht mir dann nach, wenn ich das nicht schaffe. Und ja, jetzt zeige ich euch aber echt mal die Action-Sachen. Also ich muss ja ehrlich sagen, Action und ich, große Liebe. Ich habe mir eingepackt, weil das für mich so gut duftet. Das sind diese Duftkerzen von Airwick. Und zwar ist das diese Duftrichtung Pomme et Cannelle, also Apfel und Zimt. Und es ist, ja, das ist für manche jetzt ein Weihnachtsduft, für mich gar nicht. Für mich ist das so ein richtiger Sommerduft, weil ich das total verbinde. Ich war irgendwann vor vielen Jahren mal in Kalifornien und das erste Mal in Amerika, in den USA. Und da gab es immer so Einrichtungsgeschäfte mit so Duftkerzen. Und das roch genauso wie dieses Apfel und Zimt von Airwick. Und deshalb habe ich mir die direkt zweimal eingepackt, weil ich die einfach richtig, richtig klasse finde. Oh, so gut. Dann musste ein Duschgel mit und zwar von Fa. Ja, Coconut, ne, fand ich jetzt irgendwie ganz wichtig und das habe ich mir eingepackt. Also ich finde es einfach, es duftet wirklich sehr gut. Ich habe direkt mal im Action schon geschnuppert, fand es sehr, sehr angenehm. Und jetzt zu dieser Jahreszeit braucht man echt viel Duschgel, finde ich. Und da habe ich auch dann noch ein anderes gefunden und zwar dieses Inecto Naturals. Ich kenne das gar nicht. Auch Tropical Coconut und das riecht so gut. Also ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe halt im Geschäft schon mal daran geschnuppert und ich fand es echt ziemlich, ziemlich gut. Also na, liebes Objektiv. Genau, das ist das da, das sieht schön aus und ich dachte mir so, das muss jetzt mit. Oh, das riecht total gut und das ist einfach, ja, jetzt in den Frühling, in diese Jahreszeit muss sowas mit für mich. Jetzt zeige ich euch so ein paar Deko-Sachen. Tja, wir haben ja einen Garten. Und ich weiß, das ist schon grenzwertig zum Kitsch, aber ich fand das jetzt ein wundervolles Motiv. Halt dieses Summer Pleasure Escape Paradise. Das sieht so aus. Und wir haben ja so ein kleines Garten-Sommerhaus. Und ja, da möchte ich das einfach, ich will das ganze Haus jetzt weiß streichen. Wir haben da schon angefangen letztes Jahr. Und wir haben da so einen kleinen Wintergarten und da möchte ich mir das gerne reinhängen. Und ja, ich finde es total schön. Und dazu kommen noch zwei andere maritime Sachen. Und zwar diese beiden, die mussten auch noch mit. Und das ist alles so Holzzeug. Ja, und natürlich, man kann sagen, das ist wirklich so richtig was für den Sommer, ne? Hier unten hängen dann so kleine Holzfische dran. Und ach, ich, aber ja, und hier steht Welcome Beach. Und das möchte ich mir gerne an die Tür hängen. Und ja, halt an unser weißes Haus. Und das finde ich so schön, dass ich das eingepackt habe. Ich weiß nicht, mögt ihr auch sowas? Hier sind so kleine Muscheln noch dran und also einfach ganz süß. Oder vielleicht ist das sogar auch was für die Küche oder so. Ich mag das ja auch im Sommer. Ich habe nämlich schon mir irgendwann im Urlaub so in Griechenland so ein kleines Holzboot mitgenommen. Und das hängt bei mir am Küchenfenster tatsächlich. Und jetzt könnte man das ja da auch noch hinhängen. Also ich finde das gut. Dann musste ich jetzt tatsächlich auch was von diesem Geschirr einpacken. Also das ist so ein Handmade, was ist das eigentlich, wie nennt sich das? Ich weiß es nicht. Es kommt aus Belgien und das ist wie so ein Steingut schon fast, ne? Und ich finde die Farbe so schön. Und da habe ich mir diese beiden Schalen mitgenommen, die kleine und die größere. Und da kann man zum Beispiel mal Oliven servieren oder hier kann man Obst reingeben, zum Beispiel auf einen Teller stellen oder Beeren. Das ist auch eine schöne Schale für Beeren. Also
Die fand ich jetzt echt doch toll und bin da immer wieder dran vorbeigelaufen. Die gibt es ja auch in diversen Farben. Und jetzt habe ich mir diese rosanen mitgenommen. Also ja, sehr schön. Und vielleicht hole ich mir dann noch so ein paar Teile nach. Mal gucken. Wenn ihr mich länger schaut, wisst ihr ja, das ist mein Geschirr und das sind jetzt tatsächlich die großen Teller. Die habe ich mir jetzt einfach vier mitgenommen. Ne? Ihr habe ich euch ja schon jetzt in den letzten Action Hauls gezeigt. Das ist ja immer wieder mein liebstes Motiv. Und davon habe ich mir wirklich jetzt schon sehr viel gekauft, aber halt immer wieder vier Teller. Ich kaufe mir nicht mit einem Mal so, weiß ich nicht, 40 Teile, sondern ich tue das mir echt so sammeln. Ich tue das sammeln, das klingt auch doof. Ich sammle das und ja, also wir essen total gerne davon. Ne? Die Kinder mögen es, ich mag es und. Ja, es ist halt auch nicht teuer. Also ich finde, das kann man schon jetzt sich mal leisten. Und ja, jetzt habe ich was richtig Tolles. Und zwar diesen Korb. Seht ihr, wie groß der ist? Also das ist wirklich so ein richtiger, schöner, großer, geflochtener Korb, der innen aber so eine Folie hat. Und das ist ja mal toll, weil da werde ich Pflanzen reinstellen. Also ich stelle den mir ins Wohnzimmer auf den Boden, weil ich finde das so schön, so diese Bastkörbe. Und ich habe da schon so einige auch schon bei Obi mal gekauft. Und sowas suche ich eigentlich noch in mehreren Größen. Und jetzt habe ich erstmal den großen mitgenommen. Finde ich richtig schön. Könnte man jetzt auch als Papierkorb nehmen oder für die Spielsachen von den Kindern. Aber ich finde den auch sehr schön im Wohnzimmer für meine so, wenn da was Grünes rauskommt. Jetzt ziehe ich ja doch gern Sneaker an. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich auch. So in dieser Jahreszeit. Das ist ja. Also wir hatten es ja noch bis vor ein paar Tagen echt nicht so warm und da habe ich viel Sneaker getragen. Und es gibt bei Action diese Sneaker-Socks, da habe ich mir zwei Packungen mitgenommen und die haben tatsächlich diesen schönen Bund, dass das nicht rutscht. Da ist hier hinten nochmal wie so ein Gummi drin. Das finde ich total cool. Und ja, deshalb habe ich mir die jetzt mitgenommen. Also die gibt es natürlich auch ohne Gummi und in allen möglichen Farben, aber ich habe mir die genommen, dass das halt nicht da hinten immer über die Ferse dann rutschen kann. Und ja, sind zwei Stück. Und haben diesen Standard Ökotex. Ja, die mussten mit. Dann habe ich hier was sehr Praktisches für mein Make-up. Wieder hatte ich mir schon mal gekauft. Ich habe ja diesen großen Schminkkoffer und da habe ich meine Sachen alle drin. Und da kommen jetzt meine Mascaras rein. Die lege ich jetzt hier rein. Und ja, finde ich ziemlich praktisch und lässt sich dann ganz einfach da reinpacken. Was ich mir immer wieder einpacke bei Action, ja, sind diese Hipster. Invisible Hipster. Das sind diese süßen Slips, ne? Und ich finde jetzt diese Farben echt richtig toll. Und die machen euch halt eine schöne weiche Form. Da zeichnet sich halt nichts ab. Das ist das Tolle an den Dingern. Und ich finde die so schön. Also ich finde die Farben auch richtig toll. Ja, jetzt. Also jetzt zeige ich euch das, warum ich eigentlich in den Action fahre. Und dann ist aber das alles drumherum entstanden. Und zwar, was ich mir jetzt wieder gekauft habe, ist mein Washing, also mein Spülmittel. Das ist das hier. Und das habe ich mir direkt zweimal mitgenommen. Und das sieht doch einfach mal so toll aus. Und es duftet dieses Zeug. Ich liebe es, damit zu putzen und zu spülen. Also ich bin echt süchtig nach diesen Bio-Produkten. Das ist alles Bio. Und dazu kam natürlich auch noch der Küchenreiniger. Den brauche ich auch immer. Also man kommt aber natürlich auch sehr lange hin. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, was verputzt die Frau denn? Nee, 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 nee. Also in meiner Küche, da steht eine Flasche, die ist noch nicht mal halb leer. Und ich putze damit schon Monate. Und ich werde wahrscheinlich diesen hier mit in den Garten nehmen oder hier lassen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oder ich muss dann halt wieder mal zum Action fahren, ne, wenn das leer gegangen ist. Aber und das ist ein Duft mit Limone und schwarzem Pfeffer. Und das ist tatsächlich, wenn ihr gekocht habt und eure Küche riecht so wirklich nach Fett und so starken Essensgerüchen. Und ihr sprüht dann damit den Herd ein oder die ganzen Oberflächen, wo ihr vielleicht gearbeitet habt. Das neutralisiert total so Fettgerüche oder so intensive, starke, zwiebelwürzige Düfte. Das ist echt toll. Und was ich natürlich auch wieder eingepackt habe, ist mein Badreiniger. Und dieser Allzweckreiniger, der kommt tatsächlich mit in den Garten. Und der Badreiniger bleibt aber hier, weil ich da echt schon einiges benutze. Aber wie gesagt, beide sind biologische Produkte. Und was natürlich toll wäre, wenn man die Flaschen jetzt auffüllen könnte. Ne? Wenn man einfach diese Verpackung behält, weil die ist wunderschön. Und die Flaschen sehen aus wie neu. Also ich hatte auch schon Badsprühflaschen, die gingen dann kaputt. Die Dinger gehen nicht kaputt. Man könnte die theoretisch auch auffüllen. Das wäre echt nochmal ein Konzept oder eine Idee. Aber ja, ich bin total happy damit. Und dann habe ich mir wieder den mitgenommen. Das ist dieser Dufterfrischer Lavendel Patchouli. Oh, das ist einfach genial, das Zeug. Das riecht so gut. Also ich sprühe das ins Schlafzimmer und
Das ist, ja, ich sage es jetzt zum 10. Mal, biologisch. Und ihr könnt natürlich auch, klar, man kann da auch andere Öle und Düfte kaufen. Logisch, das macht ihr, wie ihr wollt. Aber ich finde, gerade am Morgen, wenn wir aufstehen und man lüftet so richtig durch und ich schüttel dann die Betten auf, dann sprühe ich da einmal so durchs Schlafzimmer und dann hat man einen guten Duft. Ja, ja, jetzt gibt es so ein paar böse Süßigkeiten für den Garten, weil wir hier haben hier keine Mikrowelle. Und zwar dieses Barbecue Choc and Mellows. Also das ist so Marshmallows mit Schokolade. Das sieht so aus und ich bin echt gespannt. Das muss man dann in der Mikrowelle warm machen, diese Schokolade. Und dann kann man da die Marshmallows reintun. Und ich dachte mir, wenn man mal im Garten ist und Nachmittag zum Kaffee oder die Kinder, die trinken dann meistens ja nur Wasser. Ist echt so, die trinken immer Wasser. Dann finde ich, kann man auch mal sowas naschen. Und oder wenn man Freunde zu Besuch hat, finde ich irgendwie eine lustige Idee. Und das musste mit. Und was ich auch wieder nachgekauft habe für den Garten, ist unser Popcorn. Und zwar das Süße, da sind 3 Packungen drin und das funktioniert wirklich richtig gut, ne? In der Mikrowelle. Man gibt das in die Mikrowelle rein, lässt das irgendwie 3-4 Minuten und dann hat man richtig tolles, leckeres Popcorn. Also ich bin total begeistert, echt. Das ist so gut. Ja, so, jetzt wird es raschelig, weil jetzt kommen die guten holländischen Lakritz. Und zwar mir einmal die süße Lakritz und die salzige Lakritz, ja. Das musste jetzt alles beides mit. Das ist ja so typisch holländisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Holländer haben ja wirklich, was das angeht, so, so leckere Sachen. Und wenn wir dann da sind, dann packt natürlich mein Mann immer diese Sachen ein. Und die hat man dann auch sehr lange, ne? Also ich habe sogar das Gefühl, dass diese Lakritze, ich esse das nicht so viel wie er. Er isst das doch mehr. Aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich habe Halsschmerzen oder so, dann kann man sowas mal lutschen. Oder man hat so ein bisschen, einem ist nicht so gut im Magen, habe ich das Gefühl, die Lakritze hilft mir. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Wenn es nicht so ist, schreibt es mir gerne unter die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob Lakritze da so eine heilsamen Wirkungen hat. Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr gut. Also was leider überhaupt keine heilsame Wirkung hat, außer vielleicht Fett auf den Hüften, ist dieses Fudge, dieses Vanille-Fudge Marandi. Und oh, es ist so gut. Fangt damit nicht an. Ich weiß alle, mir haben jetzt schon so viele Frauen geschrieben, dass sie es gekauft haben und immer wieder nachkaufen. Es ist so lecker. Oh, es ist so lecker. Ja, Fudge. Genauso wie das da, das ist auch schon offen. Ja, ich bin da nicht dran vorbeigekommen. Ich musste schon mal was davon essen. Das sind auch diese Nougat, softe Nougat-Teile mit Milchschokolade. Die sind aber jetzt nicht ganz so süß, ne? Also ich finde die ja prima, weil die halt nicht, also das Fudge ist total zuckersüß. Das ist das nicht so. Das Nougat ist nicht ganz so süß. Das ist aber auch so zum Kauen. Also es ist keine Nougat. Nougat kenne ich immer ja als was anderes. Und das ist so dieses weiße Nougat, was da innen drin ist. Und das ist total lecker. Dann habe ich eingepackt eine Schokolade, Karamell und Sea Salt. Ich glaube, das ist sehr, sehr lecker. Und ja, musste auch mit. Und jetzt raschelt es hier nochmal. Und zwar habe ich einmal diese typischen, das ist auch was sehr Holländisches, sehr Altes. Das gibt es ja wohl schon 100 Jahre gefühlt. Das ist dieses King Peppermint-Balle, nennen die das. Und das ist wirklich mit natürlicher Pfefferminze. Und ja, das sind so kleine weiße Kugeln. Und da hat mein Mann natürlich sich die gleich wieder eingepackt. Und ich zeige sie euch einfach mal. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Vielleicht liebt ihr ja sowas. Ich glaube, ich muss das gleich kosten. Und was ich auch noch eingepackt habe, sind diese Napoleon. Die sind auch alte, ist auch so eine alte holländische Marke. Zitrone, Napoleon, keine Ahnung, die sind wohl sehr sauer. Sollen auch sehr lecker sein. Und ich dachte so jetzt im Frühling, ich kenne die noch nicht. Ich lasse mich echt überraschen. Ich bin sehr gespannt, aber es ist lecker. Naja, und das letzte jetzt unspektakuläre Müllbeutel mit Tragegriff habe ich jetzt für den Garten mitgenommen. Ja, wir sind durch. Ach Gott, ich habe wieder so viel gekauft, aber es sind tatsächlich alles Sachen, die ich im Einsatz habe, die ich benutze. Also die Schokolade ist ganz schnell alle. Der Korb wandert direkt jetzt in mein Wohnzimmer und da kommt eine schöne Pflanze rein. Die Reinigungsmittel, ach, ich finde es einfach genial. Also bei Action, und ich bin jetzt noch gar nicht mal so doll eskaliert bei diesen Kosmetiksachen. Das hatte ich ja mal im Sommer letztes Jahr. Aber da bin ich irgendwie gerade so ein bisschen verwöhnt mit Kosmetik und Highlighter, dass ich das jetzt nicht so unbedingt da kaufe. Aber das könnt ihr ja natürlich alles austesten, ne?
Aber die haben auch ganz tolle Kerzen und für Tiere. Und es gibt auch immer so einen Gang im Action, wo es nur so Farbe und so, also so, wenn man renoviert, aber da gehe ich irgendwie gar nicht rein. Also da laufe ich nicht durch. Ich habe so voll meinen Weg, den ich da immer so ziehe. Und ich weiß genau, wo ich immer was finde. Aber in diesem, das ist was für eure Männer. Ich finde das ja wirklich erstaunlich, dass in dem Action nicht, also es ist wirklich für Männer und Frauen, ne? Jeder findet da was. Es ist eigentlich auch wie ein kleiner Baumarkt. Aber halt auch so wie ein DM. Es ist so eine Mischung aus DM und Baumarkt und Bastelladen oder so. Wenn euch mein Film heute hier gefallen hat, wisst ihr ja, könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Freue ich mich auch immer riesig drüber. Ich lese immer alles. Und im nächsten Film zeige ich euch mal unseren Einkauf. Ich glaube, ich mache mal einen Edeka-Einkauf. Da habe ich voll Lust drauf, weil wir gehen ja viel zu Edeka. Und ich glaube, es gibt auch, oder ich kaufe immer bei Edeka wirklich sehr spezielle Sachen, die ich immer da hole. Und ich glaube, die zeige ich euch einfach mal. Vielleicht ist es für euch auch ganz interessant. Das letzte Mal hatte ich einen Aldi-Haul. Jetzt mache ich mal einen Edeka-Haul. Ja, genau. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Okay, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine tolle Zeit. Genießt diesen Frühling, Sommer und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.